Heute zeige ich euch etwas, das ich schon ganz lange machen wollte, und zwar ein Zupfbrot. Wisst ihr, was ein Zupfbrot ist? Kleiner Tipp, es ist ein Brot, das man dran zupft und dann gibt es so richtig grosse Käsefäden. Mein Zupfbrot schmeckt nach Olivenöl, nach frischen Kräutchen, ein bisschen nach Knoblauch und so ein Zupfbrot ist ideal zum Servieren, wenn man viele Gäste hat, also zum Beispiel zum Apero, zum Kindergeburtstag, an der Grillparty oder einfach ein Fest, wo es viele Leute hat, die fein essen wollen. Und jetzt zeige ich euch mal, wie es geht. Für ein Zupfbrot braucht es natürlich zuerst einmal ein feines Brot. Wir haben uns für ein IP Swiss Holzofenbrot entschieden. Ihr könnt aber natürlich auch ein anderes nehmen. Dann braucht es 6 Esslöffel Olivenöl, 3 Knoblauchzehen, die wir mit der Presse, 3,5 leicht gehäufte Esslöffel Schnittlauch, 1,5 Esslöffel Thymianblätter, die ebenfalls frisch. Als Käse brauche ich 150 Gramm Mozzarella. Den reibe ich reiben auf einer groben Raffle. Und in diesem Fall nehme ich 100 Gramm Gouda. Das zieht sehr schöne Fäden, ist mild, aber man kann natürlich auch Cheddar-Käse brauchen oder Gruyère oder was einem schmeckt. Die Zubereitung von so einem Zupfbrot ist eigentlich ganz einfach. Das, was vor allem braucht, ist ein bisschen Fingerspitzengefühl. Aber zuerst einmal mischen wir Olivenöl, Knoblauch und die frischen Kräuter zusammen. Und wer möchte, vor allem ist das nötig, wenn man sehr milden Käse verwendet, wie ich jetzt, dann gibt man am besten noch ein bisschen Salz dazu. Und jetzt kommen wir zu dem Teil, der am meisten Spass macht. Und zwar schneiden wir zuerst das Brot einschneiden. Ich mache das immer ein bisschen rautenförmig, schaue, dass es einigermaßen gleichmässig ist. Was man unbedingt darauf achten sollte, ist, dass man die Schnitte nicht zu tief runter macht, sonst droht das Brot auseinanderzufallen. Und jetzt, ganz wichtig, schaffen wir auf dem Backblech weiter, damit das Brot nachher nicht auseinanderfallen kann, wenn man es verschieben. Die Knoblauch-Kräutermischung gleichmässig in den Brotspalten verteilen, dass es überall ein bisschen hat. Wer möchte, kann mit den Fingern arbeiten. Ich mache es am liebsten mit einem Löffel und mit einem Messer. Unbedingt darauf achten, dass man etwa ein Viertel von der Olivenölmischung übrig behält. Die braucht man dann später. Jetzt kommt der Käse rein. Bei meinem Gouda ist natürlich der Vorteil, dass der schon in Scheiben geschnitten ist. Und ach, das ist trotzdem ein kleines Gewurstel. Schauen, dass es überall ein bisschen hat. Und auch hier aufpassen, den Käse nicht zu weit abschieben, weil auch das kann der Auslöser haben, dass das Brot auseinanderfallen kann. Natürlich die Mozzarella auch noch drauf. Das wird schön verlaufen. Das Brot zum Schluss mit der Kräuter-Olivenöl-Mischung bepinseln ein bisschen. Und jetzt das Brot ganz vorsichtig in Alufolie einwickeln, zurück aufs Blech geben und das Brot kommt in den Ofen. Den haben wir bereits vorgeheizt auf 180 Grad Ober- und Unterhitze und das Ganze muss jetzt 20 Minuten backen. Nach diesen 20 Minuten stellen wir den Backofen auf 200 Grad Umluft umstellen, das Brot von der Alufolie befreien und das kommt jetzt noch einmal 5 Minuten bei voller Power in den Ofen, damit der Käse noch mehr schmelzen kann. Das schmeckt! Jetzt streue ich das Brot noch mit frischem Thymian und Schnittlauch bestreuen. Und jetzt kann man sich bedienen. Schaut mal, wie schön der Käse Fäden zieht. Genau so sollte das aussehen. Wenn ihr euch jetzt fragt, was passiert mit dem Rest von diesem Brot, keine Angst, das wird auf keinen Fall vorgeschossen, denn aus dem mache ich immer noch Croutons. Darum habe ich vorher auch noch etwas von der Olivenöl-Kräutermischung übrig gelassen. Das Brot schneide ich jetzt in kleine Würfel. Die Pfanne mit der Olivenöl-Kräutermischung erhitzen. Die Croutons drin wenden, mit ein bisschen Salz bestreuen. Von allen Seiten anbraten, damit sie kross werden. Dann kann man die wunderbar für eine Suppe brauchen oder den Salat damit anreichern. Das war es von unserem Zupfbrot und von diesen feinen Croutons. Einen guten!